Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Forza Horizon 5 Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, werden wir heute ein absolut krasses Geschoss ausprobieren. Natürlich war nur Spaß. Das Geschoss, das wir heute ausprobieren werden, wird nicht der Senvo sein, sondern der Peel. Jawohl! Ist ein ziemlich abgefahrenes Gefährt auf drei Rädern. Oder was heißt Rädern? Ich meine, Räder kann man jetzt nicht wirklich sagen, eher Rädchen, wenn man denn so möchte. Und ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht groß drum rum. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns dann, wenn wir das Teil das erste Mal anschmeißen. So, okay. Wir sind schon mal da, jetzt steht natürlich ausgerechnet hier so ein Vogel in mir drin. Könnten sie aus mir herausgehen? Wäre das möglich? Egal, erstmal Soundcheck. Was für ein V8, Mann. V8 ist ein Scheißdreck dagegen. Dann schauen wir uns doch mal an, wie die Hütte so abgeht. Es hört sich halt einfach wirklich an wie Laubgebläse. Ja, komm. Bergauf 50. Nicht schlecht. Im dritten. Vor allem wie er auch immer so kippt, wenn du in die Kurven reinfährst. Aber umfallen kann ich damit nicht, oder? Ja, wir werden es vermutlich im Laufe des Videos noch sehen. Oh, 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 jetzt wird's knapp. Oh, da hat er runtergeschalten. Sehr schön. Jetzt zieht er wieder. Wobei, eigentlich bietet sich das hier ganz gut an, wenn es mal bergab geht. Dass wir mal schauen, wie viel er schafft. Aber ich befürchte fast, dass ich dann die Kurve da unten nicht mehr krieg. Wobei, die ist doch. Doch, könnte schon sein, dass ich die krieg. Komm, zieh. 60. Die 70 gehen noch. Da sind die 70. Komm, die 80 schafft auch noch. Okay, sieht nicht danach aus. Okay, 80 schafft er nicht. Aber 70 ist schon mal gut. Und ganz ehrlich, ich würde mal behaupten, wenn du in dem Ding in Real Life 70 fährst, ist es schon teilweise wirklich lebensgefährlich. So, da bin ich wieder. Optisch hat sich jetzt nicht viel verändert, außer dem Flügel da hinten. Und der Tatsache, dass ich jetzt nicht mehr wie im Spiel angegeben 7 PS habe, sondern fast 300. Ja, ich würde sagen, starten wir das einfach mal und schauen, wie die Hütte jetzt so abgeht. Aber bevor wir das tun, will ich natürlich auch hier nochmal einen Soundcheck machen. Junge, bin ich gerade erschrocken. Du hast gerade einfach Eis auf mein Dachfenster gekracht. Ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch ist, aber bei uns hat es gestern geschneit. Und du hast gerade übel das Eis auf mein Dachfenster gekracht. So, Soundcheck. Let's go. Alter. Also wenn es mich jetzt hier so zur Seite reißen würde, wenn ich das mache. Ganz ehrlich, dann gibt es endlich nur eine Option. Aussteigen und nie wieder rein. Gut, dann testen wir's mal. 3, 2, 1, go! Boah, das hintere Rädchen kommt gar nicht klar. Wheels bin sein Urgroßvater. Oh, ich komme nicht um die Kurve. Scheiße. Boah, yo, der fliegt ja nur so rum. Ey, ich komme nicht um die Kurve. Seht ihr das, was ich für einen Wendekreis habe? Boah, ihr seht gar nichts gerade. Oh, shit. Wait a second. Also für kurvige Strecken ist der nicht. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, ich kann mir auch gerade nicht vorstellen, damit ein Rennen zu gewinnen. Hebt da der Reifen vor... Der Reifen hebt ab. Das ist ein unkontrollierbares Monster, sage ich euch. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier noch groß die Landschaft schrotten, gehen wir einfach mal rüber zu einem Drag Race und schauen, ob er sich wenigstens da gut schlägt. Ich finde es ja gut, wie einem hier so der Sesto in der Forza Edition vorgeschlagen wird als empfohlenes Fahrzeug. Und du scrollst hier einfach rüber und wählst halt einfach den Peel. Ey, aber dieses Fahrzeug, ne? Als Kind wollte ich immer sowas haben. So ein kleines Gefährt, wo nur eine Person reinpasst, wo du in der Gegend rumgurken kannst. Ich habe früher sogar mal versucht, so eine Art Seifenkiste zu basteln, aber das endete dann leider nicht sehr gut. Und wir sehen hier schon mal die Isetta. Also unsere Gegner sind scheinbar auch nicht gerade die Besten. Das ist schon mal gut, aber lustiger wäre es eigentlich, wenn es nicht der Fall wäre. So. Oh Gott. Hit. Da ist noch ein Peel. Den hole ich.
Boah, ich muss immer aufpassen, der Wheelspin bei dem hinteren Rädchen ist so mies. Ja, fresst meinen Staub. Let's go. Easy. Okay, ich bin zwar schon am Limit, aber das schaffe ich trotzdem. Gar kein Problem. Hat er abgerissen, die Hütte. Ich meine, den Topspeed-Test brauchen wir auf der Autobahn gar nicht machen, weil den Topspeed habe ich jetzt hier auch gerade schon erreicht. So, das könnte jetzt lustig werden. Was ich nach diesem Rennen aber auch ganz gerne mal machen würde, ist einfach mal die Gleise entlang fetzen. Da werde ich allerdings wieder das Tuning zurücksetzen, weil mit dem Tuning schaffe ich es keine 2 Sekunden auf den Gleisen zu bleiben. Ich glaube, ich habe vorher noch nie ein Rennen mit dem Peel gefahren. Weder in Forza Horizon 5 noch in Forza Horizon 4. Ne, die Schwierigkeit ändern wir jetzt mal nicht. So, ab geht die Post. Boah, wie es den immer wegdrückt. So. Ey, das ist gar nicht so schlecht mit der nassen Fahrbahn. So komme ich schön um die Kurven. Was noch ein Peel? Oh Gott. Oh, Scheiße. Gar kein Problem. Oh, Alter. Es ist so schwer, ich sag's euch. Bin ich letzter? Shit, ich bin letzter. Okay, Ziel für dieses Rennen, nicht letzter werden. Komm, ich fetze jetzt einfach irgendwie in die Kurven rein. Ich hab den Checkpoint nicht gekriegt. Wie soll ich denn da um die Kurve kommen? Okay, das war gar nicht so schlecht. Aber ich muss ja auch irgendwie wieder vom Fleck kommen. Ey, sobald ich bei 100, 150 bin, kannst du das Lenken komplett vergessen. Lenk doch! Ich fall gleich um! Shit! Nein! Ey! Ey, kann ich jetzt bitte mal wieder die Kontrolle über das Fahrzeug kriegen? Danke. Ey, meine Gegner sind schon so weit vorne. Oh shit, oh shit. Oh Gott. Ja, so viel zu dem Thema. Warum hat denn der kein Allrad, bitte, hä? Kann mir das mal jemand erklären? Ah, auf den Geraden, da kommt er. Da kommt er. Oh, und in den Kurven fliegt er wieder. Oh Gott, seht ihr, was ich sehe? Ey, ich muss da auf 20 runterbremsen, wenn ich in die Kurve fahre. Kommt doch sonst nicht rum. Vorausgesetzt, ich bleibe überhaupt auf der Straße. So, jetzt. So, ganz gemütlich. Ich bin sogar mit 50 rumgekommen, oder? Oh, 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 Gott. Ach du Scheiße, kannst du mal gerade bleiben? So. Oh Gott, was ist denn jetzt schon wieder? Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es von euch jemand schafft, mit diesem vollgetunten Peel ein Rennen zu gewinnen. Ich glaube, Serie könnte man das sogar schaffen. Weil da ist er halt D100, ist relativ normal, aber dann werden die Gegner auch nicht recht viel krasser sein. Und da das Rennen da natürlich wesentlich langsamer ist. Oh, Scheiße. Ich fall schon wieder gleich um. Kommst du natürlich da noch viel besser um die Kurven. Was ich jetzt offensichtlich nicht tue. Ich tue mich ja schon schwer, auf der Straße zu bleiben. Es ist so gestört. Du darfst mit diesem Ding eigentlich fast nicht lenken. Nicht, dass man das könnte oder so. Und wie kann denn das sein, dass das Rennen noch nicht zu Ende ist? Meine Gegner müssen ja kilometerweit vorne sein. Ja, Tokyo Drift. Alter, das ist so eine wackelige Geschichte hier. Kann ich rückwärts fahren? Okay, nee, rückwärts kann man auch vergessen. So, jetzt beruhig dich, beruhig dich. So, jetzt. Ja, jetzt lenkt er wieder nicht, ey. Dieses Teil ist eine Höllenbrut. Oh, 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 oh. Wir haben schon 92% abgeschlossen. Das schaffen wir noch. Uff. Schön die Bande entlang. Da ist die Ziellinie. Ja. Nein! Scheiße! Rückwärts rein! Yes! Wir haben es geschafft! Wir haben ja nur 5 Minuten und 7 Sekunden gebraucht für
die paar Meter da. Oh Gott, ich war über eine Minute langsamer als der vor mir. Was ich jetzt noch ganz gern probieren würde, ist irgend so einen geilen Sprung, wo du so richtig fett Anlauf nehmen kannst. Ey, dieser Sound. Stellt euch mal vor, in der Nacht fährt so ein Ding an euch vorbei. Ihr seht's nicht, aber ihr hört's nur. Diese Karre ist in einem Frequenzbereich, der ist fürs menschliche Ohr fast nicht wahrnehmbar. Schaut ganz vorsichtig hier um die... Du Penner! Warum muss immer genau dann so ein Fahrzeug mitten im Weg sein? So, jetzt. Wieder Fullspeed aufbauen. Ist da wieder einer. Komm, und Sprung! 150, 160, 167,38 Meter. Meint ihr, ich schaff's mit dem eine Fassrolle zu machen? Okay, das zählt nicht. So, einmal probiere ich es jetzt noch, ein bisschen steiler reinzufahren in die Seite. Und auf die andere Seite probieren. Und eine halbe. Ey, einfach eine halbe Fassrolle. Wer kennt sie nicht? Und dann würde ich sagen, als krönenden Abschluss dieses wunderschönen Fahrzeugs machen wir jetzt noch unsere kleine Zugrundtour. Allerdings müsste ich dafür dieses Tuning hier wieder entfernen. Ich bin jetzt genau auf dem Tunnel, kann das sein? Das heißt, ich muss im Endeffekt einfach nur darunter fetzen. Haha, ich komme nicht mal durch die Leitplanke durch. So. Bisschen mehr Schwung. Dann fetze ich da durch. Kenne ich nix. Und. Yes. Oh oh. Aua. Das schöne Fahrzeug. So. Keine Sorge, ich räume das alles wieder auf. Wie ich hier einfach runterpurzel. Komm, let's go. Übrigens, ich habe mein Nummernschild jetzt endlich mal geändert. Für Senji Taro reicht es leider nicht. Deswegen nehme ich einfach nur die Abkürzung Senji. Und natürlich YouTube dahinter. Ey, ich bin absolut am Arsch. Please. Kann mir jemand helfen? Und ich fall schon wieder runter. Es ist eine einzige Tortur. Aber hier müsste ich irgendwo gleich bei den Gleisen sein. So, und ich fahre jetzt in die andere Richtung. Bedeutet, uns kommt der Zug eigentlich entgegen. Hoffentlich noch nicht allzu früh. Huch. Was ist denn jetzt los, Alter? Bin ich irgendwie schief gewesen oder wieso bin ich jetzt so gebounced? Na, hoffentlich komme ich da überhaupt rein. Oh shit, da ist der Zug. Angriff! Oh scheiße! Oh Mann! Ich habe gerade noch gesagt, hoffentlich kommt der Zug jetzt nicht allzu bald. Na toll. Das hat sich jetzt gelohnt. Ich komme den Berg nicht hoch. Ich komme halt einfach wirklich nicht hoch. So, und zu guter Letzt würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach nochmal zu unseren Wheelspins rüber und verschenken natürlich auch wieder ein Fahrzeug, ist ja klar. Dieses Mal gebe ich ihm sogar dieses Design hier vom lieben Ray. Ich weiß nicht wieso, trinke ich vielleicht zu wenig oder so, keine Ahnung. Irgendwie habe ich total oft, wenn ich ein Video aufnehme, irgendwie so ein bisschen das Gefühl, als würden gerade Halsschmerzen anfangen. So ungefähr würde ich es beschreiben. So, dann verschenken wir doch das Fahrzeug auch direkt mal. Und, aber was ich sagen wollte, an den lieben Caddy X, derjenige, der sich das Fahrzeug hier heute gewünscht hat. Du wolltest mich bei Xbox eigentlich adden, dass wir hier mal ein paar Ründchen gemeinsam zocken können. Und ich weiß deinen Namen leider nicht, deswegen weiß ich auch nicht genau, welche Anfragen ich alle annehmen kann. So, Geschenk senden. So. Und dann gehen wir jetzt auch endlich mal zu den Wheelspins rüber. Mit 7 normale und ein bisschen mehr Super Wheelspins. Ich würde sagen, wir machen jetzt einmal 2 oder 3 normale zum Aufwärmen. Okay. Nehme ich. Ist ein cooles Fahrzeug, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. Oh, hatte ich hier schon. Never mind. So, hier der letzte Spin. Und ich hätte mich sogar wirklich über diese Windows XP Herunterfahrgeräuschhupe gefreut. Einen längeren Namen hätten sie sich auch nicht einfallen lassen können, oder? So, und dann gehen wir noch zu den Super Wheelspins. Da haben wir 19 Stück. Ich würde sagen, die drehen wir auf 15 runter, dann passt die Sache. Danke!
oder dreifach oder whatever. Den Mitsubishi Lancer nehme ich auf jeden Fall auch gerne. Ist ein cooles Fahrzeug. Auch wenn die beiden Beträge, die wir bekommen haben, relativ arsch waren. Und jetzt wird es wieder schlechter. Ich hätte nichts sagen sollen. Oh, den Porsche in der Mitte. Bitte, bitte. Ich bete zu den Göttern. Jetzt bin ich wieder beim gleichen Punkt wie beim letzten Mal. Ich will eigentlich nicht mit so einem Kackspin aufhören. Komm, wir drehen noch weiter. Solange bis ein guter Spin kommt, mit dem ich zufrieden bin. Oh ja, mit dem bin ich zufrieden. Da lasse ich's. Da lasse ich's dabei. So, dann würde ich sagen, war's das jetzt mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also haut rein. Ciao.